Seit 4 Spielen nicht mehr gewonnen und lechzen geradezu nach einem Erfolgserlebnis. Und bei Steyr, da fürchtete man vor allem den Mödling-Trainer Hans Krankl und seine Schiedsrichterabfälle. So, da haben wir gleich Hans Krankl, Mödling ganz in Blau. In den ersten 20 Minuten kaum gute Szenen in dieser Begegnung vor etwa 4000 Zuschauern im Vorwärtsstadion. Für Steyr hier eine der wenigen guten Möglichkeiten in der Anfangsphase geschossen hat. Gaga gesehen haben wir hier Robert Giewitz. Dann erstmals Dragan Dubajic, immer wenn er am Ball ist, wird es gefährlich für Mödling. Andi Herav, gutes Solo von Herav. Music, lässt sich da etwas zu viel Zeit und guter Kopfball von Andreas Herav, aber Kopf im Tor der Mödlinger. Beide Mannschaften komplett, Applaus hier für die Flanke von Herav. Wir sehen die Szene aus anderer Sicht noch einmal. Guter Kopfball und gute Reaktion von Koch. Dann Daniel Madlener, sehr fleißig. Fuchsbichler, der Mann im Mittelfeld, links im Mittelfeld, Novak. Auf Dubajic, gute Möglichkeit für Dubajic, legt auf für Music und Tor. 1:0 in der 29. Minute durch Emir Music. Er erzielt seinen 5. Saisontreffer und Vorwärtssteier führt mit 1:0. Schauen wir uns dieses Tor noch einmal an. Schön freigespielt. Dubajic könnte selbst schießen, legt aber uneigennützig auf und Music hat da keine Probleme mehr. Ein Pass vom Serben zum Bosnier. Vorwärtssteier führt mit 1:0. Das Match wird jetzt besser. Viele Möglichkeiten, zwar auf beiden Seiten. Mehr Chancen aber für die Steirer. Michael Novak in Glanzform. Music, Dubajic. Doppelpass mit Herav, noch einmal Dubajic und glänzend wieder reagiert von Koch, dem besten Mann der Niederösterreicher. Ja, und Hans Krankl immer wieder an der Outlinie, immer wieder Anweisungen in Richtung seiner Abwehr, aber auch mit dem Schiedsrichter nicht immer ganz zufrieden. Dann sehr selten die Konter der Mödlinger hier über Libero Heiling. Und dann Abwehrfehler, völlig frei ist Nikischer, der schon einmal bei Steyr gespielt hatte und der vergibt die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Gerhard Nikischer noch einmal in der Zeitlupe. Trost schneidet ihm geschickt den Winkel ab. Das war die Riesenchance für die Krankl-Mannschaft. Aber vorwärts dominiert das Match wieder Music. Kein Foul hier von Navrotsky. Match läuft weiter. Gaga. Und ein guter Schuss. Etwas verzogen, etwas am Vorwärtstor. Vorbeigezogen, weiterhin 1:0 für die Steirer. Franz Markovic, ein ruhiger, ein besonnener Trainer. Haut ein Wurf Fuchsbichler. Wieder Dubajic, ist fast nicht zu halten. Immer wieder im Zweikampf mit Resch. Dann aus der Distanz jetzt Michael Novak mit einem guten Schuss und wieder Koch. Hat den Ball noch etwas berührt. Michael Novak, der glaube ich mindestens seinen 3. Fußballfrühling erlebt. Die Aktion schon wieder Novak dabei, Herav. Und wieder auf Novak und wieder ein Fernschuss von Novak. Noch einmal diese Szene mit dem rechten Fuß gut genommen, aber knapp verzogen. Und dann wieder suchen es die Niederösterreicher. Hier ein Foul von Herav und zwar an Dragoslavic. Und der Mann für solche Freistöße, das ist Gaga. Gut angetragen, aber zu schwach geschossen und keine Probleme für Trost. Das war die letzte Szene vor der Pause. Schiedsrichter Haas 1:0 führt Vorwärtssteier, durchaus verdient. Dem Spielverlauf nach, dann wechselt Hans Krankl Peter Wurz ein. Bei den Steirern kommt Waldhör. Aber der Spielfluss nach der Pause wird den Steirern etwas gehemmt. Eckball Gaga. Robert Giewitz, Heiling sogar mit vorne. Und Manfred Trost wieder ein sicherer Tormann. Franz Resch hatte die Möglichkeit. Wieder Gaga. Rühmkorf.
heute noch nicht richtig gefallen in diesem Match. Guter Haken von Rühmkorff. Kein Foul von Baraj, der Schiedsrichter lässt weiterspiel und Tor, Ausgleich, 57. Minute. Und Gerhard Nickisch, der Mann, der ein Jahr in Steyr gespielt hatte, erzielt hier den Ausgleich, übrigens sein drittes Saisontor. Noch einmal dieses Duell Rühmkorff gegen Baraj. Mit dem linken Fuß keine Probleme für Nickisch. Doch etwas überraschend der Ausgleich für die Krankel-Elf in Steyr. Das Match wogt jetzt hin und her, immer wieder Gaga. Und der Fernschuss ein bisschen abgefälscht. Es gibt einen Eckball noch einmal, der bringt dann nichts ein. Noch einmal dieser Gewaltschuss von Gaga. Und Trost war dabei. Dann Bukovic spielt jetzt Libero bei den Steirern auf Pfister. Aber die großen Szenen nach der Pause, die sind nicht mehr zu sehen. Der eingewechselte Waldhör, Dubajic gegen Heiling. Noch einmal Waldhör und Herauf mit dem Kopf. Das war eine Riesenmöglichkeit, schon in der Schlussphase doch noch in Führung zu gehen. Hier Walter Waldhör, der im Augenblick keinen Stammplatz in der Mannschaft hat. Das war Madlena, Outeinwurf Baraj. Und jetzt die Szene, die zu viel Diskussionen Anlass führt. Waldhör. Zunächst noch dieser Kopfball, keine Probleme für Koch. Die Steirer erhöhen jetzt in den letzten Minuten noch einmal das Tempo. Herauf, Novak, guter Haken, schießt seinen eigenen Mann Madlena an und jetzt achten Sie auf diese Szene. Madlena, völlig Freistädter, Koch und Tor oder nicht. Er jubelt zunächst und achten Sie jetzt auf seine Gestik. Schiedsrichter Haas gibt den Treffer nicht. Riesenaufregung in Steyr. Wir werden sie jetzt gleich noch zweimal sehen. Handspiel, ja oder nein? Zunächst Madlener. Und Waldhör mit der Hand oder mit der Schulter? Das ist jetzt die Frage. Auf alle Fälle, Schiedsrichter Haas gibt den Treffer nicht. Bilden Sie sich selbst ein Urteil. Riesendiskussionen, kurz vor Schluss, noch einmal ganz langsam. Schauen Sie, war es ein Handspiel von Waldhör oder war es doch die Schulter? Auf alle Fälle. Es bleibt beim 1:1 und das Publikum tobte natürlich in Steyr. Dann die letzte Szene, noch einmal Novak, aufgelegt für Vukovic. Hans Krankl war so verärgert, dass er nachher zu keinem Interview bereit war. Auch seine Spieler nicht schickte. Auf alle Fälle, es gab in Steyr ein 1:1. Außen gehabt und haben diese nur zu einer 1:0-Führung nützen können. Wenn wir da das Spiel schon entschieden hätten, wäre die Diskussion jetzt zum Schluss sicherlich nicht gekommen. Ja, ich glaube auch, dass wir heute einen Punkt verloren haben. Wir haben die erste Hälfte sehr gut gespielt und haben es verabsäumt, noch das zweite Tor zu schießen, dann wäre das Spiel wahrscheinlich entschieden gewesen. Was war los speziell zu Beginn der zweiten Spielhälfte? Da war überhaupt kein Druck mehr vorhanden auf Seite von Vorwärts. Ich habe es gemerkt, das müssen wir sicherlich besprechen. Ich glaube, es ist auch eine Disziplinangelegenheit in der Mannschaft, ist, dass einige Spieler vielleicht geglaubt haben, das 1:0 ist schon ein Sieg. Ja, das Spiel 3 auf Ihrem Totoschein lautet also 1:1 und Tipp X. Und erstmals gab es bei einem Duell dieser beiden Mannschaften keinen Heimsieg. Admira Wacker wollte ihn